Ich begrüße euch, liebe Astrologiefreunde, im Speziellen die Freunde der Astropolarity-Lehre und auch im Speziellen jetzt alle die, die im beruflichen Sinne mit Menschen zu tun haben, und zwar therapeutisch, als Psychologen, als Therapeuten, als Psychiater. Ich möchte nämlich auf diesem Video darauf hinweisen, dass die Astropolarity-Lehre im ganz Besonderen geeignet ist, eben zum Beispiel auch diesen Berufsgruppen, Therapeuten, Psychologen, Psychiatern, Tiefenpsychologen, analytischen Psychologen, ihre Arbeit immens nicht nur zu erleichtern, sondern auch bei den entsprechenden Diagnosen auf den Punkt zu kommen. Denn ohne eine richtige Diagnose kann es keine stimmige Therapie geben. Ich möchte das an drei kurzen Beispielen, obwohl man für jedes Beispiel natürlich eine glatte halbe Stunde hier veranschlagen könnte, erläutern, was ich damit meine. Ich mache ja seit Jahrzehnten Beratungen täglich und habe viele Menschen beraten, die über Jahre oder teilweise sogar über Jahrzehnte in Therapie waren oder auch noch sind und leider sehr oft hören müssen, dass diese Therapien nicht gefruchtet haben. Ich habe gerade heute wieder ein Gespräch gehabt mit jemandem, der seit langem in der Therapie ist, wegen Depressionen, wobei ich das Geburtsbild gesehen habe und sagen musste, das ist überhaupt gar nicht möglich, dass das im klassischen Sinne eine Depression ist. Das war was ganz anderes. Aber das spielt jetzt erstmal noch keine Rolle. Ich blende das erste Beispiel ein. So, hier geht es um eine Frau Mitte 30, die Diagnose bekommen hat, Depressionen. Das ist ja sehr häufig, dass Menschen mit dieser Diagnose, egal ob sie stimmt oder nicht, dann auch noch anderweitig Hilfe suchen, wenn die entsprechende Therapie, die angesetzt wurde, nicht geholfen hat. So, Diagnose Depression. Das gab eine Gesprächstherapie hier in diesem Fall und hat aber bisher nicht viel genützt. Warum? Warum? Ein Blick ins Geburtsbild mit Hilfe der Astropolarity-Lehre kann ganz schnell Klärung schaffen im Sinne von Ursache und dann auch entsprechender Therapie. Warum? Nun, wir haben hier eine klassische Konstellation für die klassische Depression, Mond-Saturn, keine Frage, nämlich Saturn in 4, viertes Feld gleich Mond, und sogar zweimal, weil der Mond in 10 steht, zehntes Feld gleich Steinbock, Saturn. Zweimal Mond-Saturn, insofern okay. Allerdings haben wir im vierten Feld auch den Uranus zu stehen, das ist eine Mond-Uranus-Konstellation und das ist eine vollkommen andere Konstitution und seelische Prägung als Mond-Saturn. Das würde man im Grunde genommen als manisch oder hysterisch bezeichnen. Und das Entscheidende ist jetzt hier Folgendes. Diese Frau, und dadurch kann man erklären, warum sie depressive Merkmale gezeigt hatte und keine sogenannten manischen. Diese Frau hat als erste Erfahrung nach ihrer Geburt gemacht, dass dieses verlassen worden sein, was ja bei Mond-Saturn oder nennen wir es ruhig psychologisch Depression, dass das einen enormen Schmerz hinterlässt. Dieses verlassen sein, häufig in Bezug auf die Mutter, beziehungsweise in manchen Fällen auch durch die gleichgeschlechtliche Bezugsperson, weil wir das ja beim Mond in der APL so sehen. Also der Schmerz des Verlassenseins war die erste Erfahrung nach der Geburt und nicht das Verlassensein an sich. Das ist ein Unterschied. So. Und dieser Schmerz wurde jetzt, und jetzt kommt die Rahmenbedingung, wie wir es in der APL nennen, mit ins Spiel, durch die Rahmenbedingung für das vierte Feld, und da haben wir unten in der vierten Felderspitze den Skorpion, dazu gehört der Pluto, steht in 3, Zwillings, Merkur, Pluto. Das ist die Konstellation für das Denken an sich und für das Gefängnis des Verstandes. Und diese Frau hat also kurz danach, als sie diesen Schmerz verspürt hat, des Verlassenseins, kurz nach der Geburt, natürlich alles vollkommen unbewusst, aber das muss ich dem Psychologen hier bei euch nicht sagen, darüber nachgedacht,
warum sie verlassen ist von der wahrhaftigen, authentischen, bedingungslosen Liebe der Mutter. Und sie hat irgendeine Erklärung gefunden und die Erfahrung, die sie dabei gemacht hat, war, wenn ich über etwas nachdenke, was weh tut und eine Erklärung finde, tut es weniger weh. Deshalb ist sie sozusagen in dem Teufelskreis geblieben, dass im Grunde genommen nur dann eine Hilfe möglich ist, wenn sie über etwas nachdenkt und irgendeine Erklärung findet. Natürlich ist der Schmerz nie ganz weg gewesen, das ist ja klar. Und das Denken ist sozusagen wie eine Art Notstromaggregat angesprungen, um den Schmerz zu lindern, aber ihn natürlich nicht zu beseitigen. Und ein Pluto in 3 ist ja auch eine klassische, das ist der Verstand, ja. Und deshalb ist es eigentlich in den allermeisten Fällen gar nicht gut, wenn jemanden so einem Zwillingsmerkur, zum Beispiel Pluto oder auch Saturn-Konstellationen hat, dass er in eine Gesprächstherapie geht, weil das füttert nur den Verstand. Und da kommt man in der Regel, weil der Verstand wie so ein Türsteher vor der Seele steht, nicht an das eigentliche Problem ran. So, jetzt gibt es aber hier auch noch diesen Uranus, den besagten. Und wenn man jetzt das Gesamtbild nicht als Mond-Saturn sieht, sondern als Saturn-Uranus, dann ist Saturn-Uranus, das ist die Konstellation, wo ich immer sage, dass man springt aus der Form. Man kann eine bestehende Form sprengen. Das Uranische ist aber hier im Grunde genommen leider die ganze Zeit über 3,5 Jahrzehnte unerkannt geblieben und wurde sozusagen, ich sage es jetzt absichtlich so, weggedacht. Weil ja der Verstand seine Entscheidungshoheit über das Leben dieser Frau nicht verlieren wollte, denn er hat ihr am Anfang geholfen, indem er den Schmerz leicht gelindert hat. Diese Frau ist aber jetzt dennoch in der Lage, die bestehende Form, sozusagen die Verhaltensform depressiv, jederzeit zu ändern. Und das hat sie dann auch, nachdem sie dann mit mir gesprochen hat, getan, woraufhin dann Wochen später in der Therapie die Diagnose bipolare Störung, manisch, uranisch, depressiv, saturnisch, gegeben wurde. Und daraufhin hat sich dann auch eine völlig andere Therapiesituation eingestellt. Ich habe ihr auch gesagt, sie soll sich wirklich überlegen, ob sie Gesprächstherapie weitermacht und so weiter und so weiter. Das würde jetzt alles viel zu weit führen. Aber das ist ein erstes Beispiel dafür, warum man die APL benutzen kann, um eine stimmige Diagnose zu stellen. In diesem Falle ist sie sozusagen aus der Depression rausgesprungen, dann allerdings natürlich in die Gegenbewegung einer Manie, also Stichwort bipolare Störung. Aber immerhin, endlich eine richtige Diagnose. So, zweites Beispiel. Wo haben wir es? So, da haben wir es. Das ist das Geburtsbild von einem Mann, der, das ist ungefähr Mitte 50, Diagnose Impotenz. Warum? Wie kann das gekommen sein? Was sehen wir hier? Es gibt zwei Konstellationen, die klassischerweise für Impotenz stehen, nämlich entweder Mars-Uranus oder Pluto-Uranus. Genau das haben wir hier. Wir haben, unabhängig davon, dass es sogar eine Konjunktion ist von Pluto-Uranus, die stehen beide im fünften Feld, läuft also über die Sonne. Sonne Pluto, Sonne Uranus, Sonne weggestrichen, so machen wir es in der APL, bleibt Pluto Uranus übrig. Eine der klassischen Konstellationen für Impotenz. Die Rahmenbedingung, auch hier habe ich eingeblendet aus wichtigen Gründen, weil es nämlich eine Gesprächstherapie gab. An der fünften Pferdespitze haben wir den Löwen, dazu gehört die Sonne, die steht im ersten Feld im Zwilling. So, dann haben wir wieder diese Verstandeskombination mit dabei. Also der wurde natürlich medikamentös behandelt, psychologisch mit Gesprächstherapie. Was ist denn da aber eigentlich passiert? Das hat ihm nämlich alles nicht geholfen. Was ist denn da eigentlich passiert? Ich werde es euch sagen, Uranus-Pluto ist immer die Enttäuschung des entsprechenden hier Mann, Sonne, Vaters hier in diesem Falle über das Geschlecht des Kindes. Und genau so war es auch. Der Vater war enttäuscht, der Vater wollte nämlich ein Mädchen und keinen Jungen. Das heißt, der Junge hat hier angefangen, das ist der Klassiker, mit Puppen zu spielen. Er hatte nur Mädchen als Freunde. Keine Jungs gehabt, mit denen er gespielt hat oder rumgerauft hat, wie das normalerweise Jungs so tun. Warum? Naja, weil er vor dem Vater sich als Mädchen geben wollte, um für den Vater keine Enttäuschung zu sein.
Gleichzeitig ist natürlich der Junge auch vom Vater enttäuscht gewesen, dass der Vater über ihn enttäuscht war. Also das Wort Enttäuschung ist ganz, ganz wichtig. Und da kam es, wie immer in diesen Fällen, Uranus, Pluto, zu einer sogenannten zu einem generalisierten Vertrauensmangel in das männliche Prinzip, so nenne ich das. Generalisierter Vertrauensmangel in das männliche Prinzip. Also einer Schwächung des Männlichen, was natürlich bei Männern später nicht muss, aber kann zu Impotenz führen. Später dann, als der junge Mann eben halt dann größer war, und als kleiner Junge hat er eben mit Puppen gespielt und ganz viele Freundinnen gehabt, um als Mädchen durchzukommen, hat er dann genau das Gegenteil gemacht. Er hat nämlich kompensiert. Er hat versucht, mit Leistung zu kompensieren, nach dem Motto, ich bin ein starker Mann, was aber dann letzten Endes auch später Frauen gegenüber nur zu Enttäuschung geführt hat. Also das Wort Enttäuschung ist ja immer ganz wichtig, nur zu Enttäuschung geführt hat. Und er hat sich sozusagen Frauen gesucht, die andersrum den scheinstarken Mann suchen, der er im Grunde genommen gewesen ist. Denn die Kompensation von wegen Stärke und so weiter, das ist natürlich keine Lösung. So, was habe ich ihm gesagt? Das Problem ist natürlich, es ist nicht die Impotenz, das ist nur die Folge des Problems. Und das Problem ist im Grunde genommen, ich muss das alles hier in Kurzform machen, obwohl ich euch schon relativ schnell spreche, die Generalisierung des Vertrauensmangels in das eigene Männliche. Denn Tatsache ist, es gibt auch Männer, die sind stark und vertrauenswürdig. Frauen dürfen diesen Männern vertrauen. Unabhängig davon, dass es jede Menge Männer gibt, denen sollten Frauen besser nicht vertrauen. Umgekehrt gibt es das Ganze zwischen Mutter und Tochter auch. Ja, da kann man aber auch sagen, dass es sehr wohl Frauen gibt, denen können Männern vertrauen. Es gibt aber auch viele Frauen, denen sollten Männer besser nicht vertrauen. Also es ist immer sowohl als auch. Aber diese Generalisierung ist das Problem. Und deshalb, ich verkürze das hier, dieser Mann muss im Grunde genommen, weil er eben auch diese Verstandesbetonung hat, zu sich sagen, auch ich bin ein starker Mann und ich habe mich bisher geirrt, denn er ist in einem Irrtum aufgewachsen, dass er aufgrund seines Geschlechts eine Enttäuschung sei. Auch ich bin ein starker Mann und ich habe mich geirrt, wenn ich bisher glaubte, ich sei schwach. So, auch hier nur in Kurzform. So, drittes Beispiel. Genau. Diagnose Borderline ist ja auch eine Modediagnose, ja, wie viele andere auch. Borderline, so. Wurde also in Kliniken therapiert, aber die Ursache, unabhängig davon, dass Borderline eben halt ein riesiger Gummibegriff ist, die Ursache wurde nicht gefunden. Also das heißt, die ganze Lebenssituation dieses Menschen. Und ich kann das mal zusammenfassen, weil ich viele Menschen mit der hier gültigen Konstellation Saturn-Neptun beraten habe. Wenn ich das zusammenfasse, ich könnte ja da Bücher drüber schreiben, dann haben die gesagt, Herr Hensel, ich spreche mit Ihnen, weil ich habe mir mein ganzes Leben versaut. Wie kann das kommen? Diese sogenannte Borderline-Symptomatik, aber das ist einfach auch falsch. Das ist nur eine Diagnose, die sich aus Verhalten bezieht, aber die Ursache überhaupt nicht erkennt. Worum geht es hier? Hier geht es nämlich darum, und das ist unendlich wichtig. Ich hatte gerade heute wieder, hatte ich anfangs gesagt, auch schon eine Beratung mit einem Mann, auch Mitte 30 war der, glaube ich, der auf Depressionen diagnostiziert wurde, obwohl es im Grunde genommen keine Konstellation für Depression gab, sondern eben auch wie bei ihm, wie bei hier, Saturn-Neptun. Was ist das? Saturn-Neptun ist die Übernahme einer sogenannten irrationalen Schuld. Der Begriff ist in der tiefen Psychologie, analytischen Psychologie auch bekannt. Einer irrationalen Schuld, entweder über die väterliche oder über die mütterliche Linie kommt. Manchmal kann man das nämlich auch anhand des Geburtsbildes sehr genau sagen, manchmal auch nicht, aber spielt keine Rolle, weil diese Schuld ist im Grunde genommen manifest gar nicht da. Es ist nur das Schuldgefühl. Da wird also im Grunde genommen, da besteht kein Bewusstsein von Schuld, im Sinne, dass es eine manifestierte Schuld gibt, sondern es gibt nur ein in der Regel zunächst unbewusstes Schuldgefühl. Das heißt, hier hat jemand eine Schuld aus der männlichen oder weiblichen Linie übernommen,
letztlich ist es egal aus welcher Linie, übernommen. Und das wiederum heißt, dieser Mensch ist unschuldig. Das Gefühl von schuldig zu sein, unbewusst am Anfang des Lebens und später eventuell auch bewusst, wenn man daran arbeitet und so weiter, dieses Gefühl hat keine Berechtigung, weil dieser Mensch unschuldig ist. Und deshalb gibt es nur eins. Und das ist die tatsächliche Therapie. Freispruch. Was tut ein Richter, wenn er feststellt, dass der Angeklagte, der vielleicht schon jahrzehntelang im Gefängnis sitzt, unschuldig ist? Er spricht ihn frei. So einfach ist das. Und ich habe ungezählte Beratungen gemacht mit Menschen, die eine solche Konstitution haben, die also eine irrationale Schuld aus deren Anreihe übernommen haben, aber eigentlich unschuldig sind. Und wenn man schuldig ist, muss man ja büßen. Und das ist genau das, was letzten Endes diese Menschen sagen. Ich habe mir mein ganzes Leben versaut. All die Dinge, die dann nicht gut waren, sind alles Formen von Buße. Und der Freispruch rettet dieses Leben. Und dann kann es neu beginnen. Genauso wie wenn jemand im Gefängnis gesessen hat, lange Zeit, und plötzlich vor den Toren des Gefängnisses steht, dann ist alles anders. So. Und ich habe so viele Feedbacks bekommen im Laufe der Jahrzehnte, weil ich auch ungezählte Menschen mit so einer Prägung, die nicht selten ist, beraten habe, dass ich sagen kann, genau dieser Freispruch, da gibt es dann ein entsprechendes Mantra dazu, einen Heilsatz und so. Das genügt. So. Unglaublich sich das anhören mag. Deshalb, die Astro-Polarity-Lehre ist eine astrologische Schulrichtung, die hervorragend geeignet ist, auch seelische Probleme zu diagnostizieren und daraus die richtige Therapie abzuleiten. Das war's. Ich danke euch für eure doch jetzt längere Aufmerksamkeit und wünsche euch weiterhin alles Gute. Allen Menschen wünsche ich klaren Menschenverstand, der unterscheiden kann zwischen Lüge und Wahrheit, der also unterscheiden kann, ist die vermeintliche Lüge eine Wahrheit oder ist die vermeintliche Wahrheit vielleicht doch eine Lüge. Das ist in diesen Zeiten sehr wichtig. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Zweiter Teil folgt, nämlich für Ärzte, Naturheilpraktiker, Homöopathen, da geht es um die nicht seelischen wie hier, sondern um die körperlichen Symptome und die Klärung entsprechend Therapie und so weiter und so weiter und so weiter. Ich danke euch.